Also zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mir, wie so Universitätsprofessoren sind, ein bisschen die Freiheit genommen, das Thema ein klein wenig zu verschieben. Das ist keine böse Absicht, sondern ich wollte einfach die Gelegenheit nutzen, in der tagespolitischen Debatte kommt man meistens so über Stichworte nicht hinaus. Und jetzt habe ich gedacht, das ist vielleicht eine Veranstaltung, ein Veranstaltungsort, wo man versuchen kann, so ein bisschen den Hintergrund der Argumentation zu verstehen. Gerade so, wenn man so die letzten Debatten im Dezember, hatten wir mal eine PISA-Runde mal wieder. Ich bin, um es gleich zu sagen, kein PISA-Gegner, aber trotzdem muss man sich ja überlegen, was man mit solchen Daten anfangen kann und wie man die versteht. Im Moment haben wir mal wieder neue Bildungsprogramme und ein Volksbegehren und da werden ja ein Haufen Themen dauernd angesprochen. Ich habe gedacht, ich mache mal einen Versuch für Sie, aber mit dem Hintergrund von diesem, was eben als Spannungsverhältnis von Pädagogik und Wirtschaft bezeichnet worden ist, mit dem Hintergrund, im Hintergrund, diesem Spannungsverhältnis von Pädagogik und Wirtschaft zu erzählen. Wobei ich direkt sage, ich halte das für keine Gegensätze. Ich halte vermutlich, wie so oft, die Frage für falsch gestellt. Aber das werde ich versuchen und vielleicht gelingt es mir jetzt im Laufe der kommenden Minuten, das deutlich zu machen. Ich habe ungefähr Folgendes vor. Ich möchte Ihnen zunächst das Equity-Paradox vorstellen, das wahrscheinlich die meisten von Ihnen nicht kennen werden, aber täglich erleben. Und in dem Zusammenhang auch was allgemein über die Aufgaben von Schulen sagen, was Schulen eigentlich tun. Anschließend will ich Ihnen an drei idealtypischen Beispielen, Bildung als Status, Bildung als Leistung, Bildung als Teilhabe, versuchen zu erzählen, was sich, also wie sich das Verhältnis von Schule und Leben, von Bildung und Individuum verschiebt. Wobei im wirklichen Leben kann man die drei nicht so eindeutig unterscheiden, wie ich das gleich machen werde, sondern gibt es natürlich immer Überschneidungsflächen und Grauzonen. Und ich hoffe, also ich fürchte nicht nur, ich hoffe sogar, dass Sie vielleicht hin und wieder Diskussionen wiedererkennen werden, die Sie sehr gut kennen. Anfangen will ich mit was, was viele überrascht, vielleicht. Das Equity-Paradox. Equity ist der Fachausdruck für die Frage der sozialen Chancengleichheit, der sozialen Ausgleichs, der sozialen Zugänge. Und eine der interessanten Beobachtungen, die wir in der Forschung in den letzten Jahren gemacht haben, ist, je höher und homogener ein Schulsystem entwickelt ist, umso eher erklären soziokulturelle und sozioökonomische Variablen die verbleibenden Unterschiede. Nur wenn Schulen sehr ungleichmäßig oder sehr schlecht sind, dann ist deren Schadenswirkung so groß, dass sie in der Lage sind, mitgebrachtes soziokulturelles oder sozioökonomisches Kapital zu zerstören, zu überlagern, zu verzerren. Bis zu einem gewissen Grad der Entwicklung, das ist in der Wissenschaft in der Heinemann-Loxley-Kontroverse so Anfang der 90er Jahre hinlänglich ausdiskutiert worden, können Sie tatsächlich über Verbesserung von Schulqualität, Homogenisierung von Schulqualität ausgleichend wirken. Aber irgendwann überschreiten Sie eine bestimmte Schwelle. Wenn Sie ein hochentwickeltes, relativ homogenes Schulsystem haben, also wo die Schulqualitäten zwar unterschiedlich ist, das ist sie immer, aber nicht so extrem unterschiedlich ist, dass sie flächendeckende Flurschäden generieren, dann werden Sie auf einmal merken, dass in den Untersuchungen die sozialen Ungleichheitsindikatoren wieder steigen. Zum Teil sogar sehr rasant steigen. Kommen wir gleich drauf, warum das so ist. Dahinter steckt ja so generell vielleicht ein wahnsinniger Optimismus in der Schuldebatte. Die meisten Leute stellen sich vor, Schule könnte irgendwie Gesellschaft schaffen, gesellschaftliche Bedingungen aus eigener Kraft verändern. Tatsächlich, egal welchen Indikator wir nehmen, erklärt Schule irgendwas, wir kommen auch darauf gleich nochmal zurück, von 5-30% der Varianz in Unterschieden von Leistungsvermögen, von Lernvermögen und Ähnlichem. Der weitaus überwiegende Teil von Schule, das wusste aber schon Rousseau, der weitaus überwiegende Teil von Lernen oder von Bildung, das wusste schon Rousseau, findet außerhalb der Schule statt. Der wird von Schule unmittelbar kaum beeinflusst und lässt sich nur sehr, sehr begrenzt korrigieren. Jetzt kommt das Letzte, was dann vielleicht wichtig ist vom Equity-Paradox, gerade in der österreichischen Debatte. Je mehr unternommen wird, solche Unterscheidungen, die es gibt, in der Schule auszublenden,
umso wahrscheinlicher werden die außerschulischen, soziokulturellen und sozialökonomischen Variablen endgültig durchschlagen. Das Paradox ist, je mehr die Schule tut, als gäbe es keine Unterschiede, umso mehr wird sie dafür sorgen, dass mitgebrachte Unterschiede tatsächlich durchschlagen, Folgen haben. Das werde ich Ihnen gleich an ein paar Beispielen erzählen, aber ehe wir das jetzt weiterverfolgen. Historisch ist ja so, in den 60er Jahren war das typische benachteiligte Kind das katholische Arbeitermädel vom Lande. Das hat sich grundlegend gewandelt. Heute ist der muslimische Arbeitersohn aus der Innenstadt oder Gemüsehändlersohn oder was auch immer. Das, was wir gelernt haben in den letzten 40 Jahren, ist, dass wir Unterschiede, die durch Religion, Geschlecht oder Standort, also die Mädchen haben die Jungs sogar überholt inzwischen, zumindest in der Schule, noch nicht in der Universität, warum dem so ist, kommen wir gleich drauf, dass sich viele solche Unterschiede, mitgebrachter Unterschiede, ausgleichen lassen. Aber die soziokulturellen und sozioökonomischen Unterschiede dauern an. Die verschwinden nicht. Der Abstand zwischen den Beteiligten ist in etwa konstant seit Ende der 60er Jahre. Er scheint aber in den letzten 10 Jahren, zumindest in einigen westlichen Ländern, sogar wieder dramatisch zuzunehmen. Und Sie werden es kaum glauben, gerade in einigen der Gesamtschulländer, die uns oft als Beispiel genannt werden, gibt es ernsthafte Debatten, wie rasch die Abstände im Moment wieder wachsen. Das liegt, und das müssen wir uns im Folgenden angucken, an der entscheidenden, oft vergessenen Variable, die ich eben schon angesprochen habe. Bildungsentwicklung, Lernentwicklung, Schulkarrieren sind immer ein Mischungsverhältnis von dem, was die Schule will und kann und dem, was außerhalb der Schule gewollt und gekonnt wird. Also es ist nie die Schule alleine, die ihre eigene Wirksamkeit bestimmt, sondern die Schule ist immer massiv und direkt davon abhängig, welche außerschulischen Möglichkeiten existieren und wie sie, das ist jetzt das Entscheidende in dieser Geschichte, wie sie mit dem Verhältnis von außerschulischem und innerschulischem umgeht, wie sie dieses Verhältnis traktiert. Ich mache Ihnen jetzt noch vielleicht ein anderes überraschendes Beispiel. Wir wissen aus österreichischen Untersuchungen, auch aus deutschen Untersuchungen, dass die meisten Migrantenkinder und Migranteneltern, das gilt übrigens ausdrücklich auch für türkische Familien, in der Volksschulzeit höhere Bildungsaspirationen und höhere Erwartungen an die eigene Bildungsleistung haben als die Einheimischen. Die wollen ganz massiv. Irgendwo in den folgenden 3-4 Jahren bricht das zusammen. Das heißt, irgendwo schneidet sich diese außerschulische Erwartungshaltung und das außerschulische Engagement mit dem innerschulischen Betrieb in einer Art und Weise, das, was eigentlich wie Potenzial aussieht nach normalen Untersuchungen, wir wissen, Bildung ist stark selbsterfüllende Prophezeiung. Je mehr ich glaube, dass ich kann, umso mehr kann ich. Irgendwo passiert den Beteiligten hier in den folgenden 3-4 Jahren, dass es zusammenbricht. Das gilt übrigens auch für nicht unerhebliche Teile, und das ist die in absoluten Zahlen weitaus größere Zahl, der einheimischen Schulversager oder Schulscheiterer oder Schulabbrecher. Es ist immer noch so, dass 3/4, fast 80% derer, die in Schwierigkeiten kommen, mit österreichischen Großvätern ausgestattet sind. Das wird ja oft in der Debatte übersehen. Aber auch bei denen gibt es eine erhebliche Gruppe, wo irgendwo da zwischen 4. Volksschule und der nächsten Schwelle am Ende der 4. Haupt- oder 4. AHS irgendwas passiert, sodass es nicht weitergeht. Und das ist zunächst mal ein interessantes Phänomen, das wir nicht mit Schule alleine erklären können. Ich muss noch eine Unterscheidung einführen, die ich im Folgenden brauche. Schulen haben von jeher den doppelten Auftrag zu kultivieren und zu qualifizieren. Ich habe gleich auf den Overhead, ich kann es gerade Ihnen zeigen, das geht schon zurück auf Aristoteles. Schon damals hat er sich darüber aufgeregt, dass man, es heißt an einer Stelle in einem anderen Text, in diesen modernen Zeiten wüssten die Eltern nicht mehr, was sie erziehen sollten. Und schon er hat beobachtet, es gibt so den Streit, worum geht es denn eigentlich in der Schule? Um das im Leben Nutzbare oder das, was so charakterbildend ist, die Tugend formt, oder geht es um was wir heute dann humanistische oder allgemeine oder höhere Bildung nennen, worum geht es hier eigentlich? Schule können Sie im Prinzip also als ein Spannungsverhältnis zwischen auf der einen Seite dem Anspruch des Qualifizierens, also Sie wollen, dass die Kinder und Jugendlichen bestimmte Dinge lernen und können und wissen, und auf der anderen Seite des Kultivierens, also der Entwicklung von Persönlichkeit, Charakter, Gesellschaftsfähigkeit und vielen anderen Dingen mehr. Und das Interessante ist, was wir jetzt zunehmend in der Schulforschung beobachten, ist, je größer der Abstand
von der innerschulischen Kultur und den dortigen Qualifikationsanforderungen zu den Kulturen und Qualifikationen, die ich außerhalb der Schule verfügbar habe, die ich außerhalb der Schule aktivieren kann. Je größer der Abstand zwischen beiden wird, umso wahrscheinlicher scheitert die Bildungslaufbahn. Das sind aber keine fixen Größen. Also weder ist immer eindeutig, wie Schule qualifiziert und kultiviert, noch ist eindeutig, welche Qualifikationen und Kulturen ich zur Verfügung habe außer der Schule. Das sind beides historisch bewegliche Größen. Es kommt immer darauf an, welche Ressourcen die Beteiligten haben, allfällige Differenzen, allfällige Unterschiede zwischen dem, woher sie kommen und dem, worein sie gehen, zu traktieren. Welche Möglichkeiten sie haben, damit umzugehen. So. Im Folgenden will ich Ihnen jetzt an drei Beispielen der Bildung zu Status, der Bildung zu Leistung und der Bildung zu Fähigkeiten erklären, wie sich jetzt diese beiden Sachen, Equity-Paradox und das Problem von Kultivieren und Qualifizieren, zueinander verhält. Und vielleicht gelingt mir am Schluss auch, so ein bisschen anzudeuten, warum das keine völlig akademische oder rein theoretische Anstrengung zu sein braucht. Den guten Herrn hatten wir schon. Historisch, das wird oft übersehen, historisch sind Schulen nicht entstanden, weil man irgendwas Bestimmtes unbedingt lernen sollte. Das war gar nicht so das Entscheidende beim Durchsetzung der Massenbeschulung. Historisch ging es zunächst mal darum, einfach einen Mechanismus der Inklusion zu finden. Schule war ein legitimes Mittel, sich für die Herrschaft, sich in jede Biografie einzuschreiben. Jedem verbindlich mitzuteilen, du gehörst zu mir, du gehörst zu uns. Deswegen ist bis weit in das 18. Jahrhundert herein relativ undefiniert, was in Schule eigentlich genau passieren soll. Es gibt einen Wildwuchs von Fächern, von Inhalten, von Themen. Es gibt riesige regionale, soziale Unterschiede, natürlich auch Geschlechtsunterschiede. Es gibt also eine weite Vielfalt von Programmen, fast wichtiger für die Beteiligten als was man denn da im Einzelnen lernt, war, dass man lernt, dass man dazugehört, dass man Teil vom Ganzen ist. Es gibt wunderschöne Visitationsberichte aus der Zeit des 17. Jahrhunderts zum Beispiel, in denen dann die merkwürdige Beobachtung steht, die Kinder könnten wohl rechnen und schreiben, aber den Katechismus nicht und damit sei doch das wesentliche Ziel verfehlt. Und wenn Sie mal einen Katechismus oder eine Katechismuserläuterung lesen, dann werden Sie gleich verstehen, warum. Weil Katechismus war nicht einfach Christenlehre, so Bibelverständnis, nein, das war Einführung in Sozialkunde. Das war Einführung in Welt, wie man sich zu verhalten hat, wie man mit Obrigkeiten umgeht, wie man mit der Familie umgeht, was Pflicht ist, was Aufgabe ist und so weiter. Auf dieser Grundlage, wie gesagt, entwickelt sich ein sehr breites, sehr komplexes, sehr unterschiedliches Schulwesen. Auch die Beschulungsraten sind extrem unterschiedlich, sowohl schichtspezifisch wie auch regional. Es gibt schon im 18. Jahrhundert eine Gegend, wo wir über 90% Schule kommen. Es gibt Gegenden, wo wir unter 10% hängen bleiben. Und es dauert fast bis Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, bis dieser generelle Verschulungsanspruch, also Schule als Teil jeder Normalbiografie, tatsächlich europaweit durchgesetzt ist. Gegen Ende, also zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunerts, passiert aber jetzt was, das jetzt weitreichende Folgen für unser Thema hat, nämlich die entstehenden nationalen Administrationen und Bürokratien gehen aus diversen Gründen, übrigens überwiegend nicht pädagogischen Gründen, dazu über, das System zu bereinigen und den Schultypen zusammenzufassen. Daraus entsteht europaweit, in ganz Mitteleuropa, ein sehr ähnliches Grundmuster von gegliederter Schule, von der Elementarschule bis zur Universität. Die Längenunterschiede, also ob ich jetzt 4, 5, 6, 7 Jahre Elementarschule oder teilweise gibt es schon Anfang des 19. Jahrhunderts 9 Jahre Pflichtschule, die haben gar nichts mit Schule zu tun, sondern hängen einfach davon ab, wo regional normalerweise Firmung oder Konfirmation in welchem Alter stattfand, weil damit war die Schule zu Ende. So einfach war das. So ähnlich ist das mit den Schultagen, mit der Schuleinteilung, mit der Schulfächereinteilung. Es hat auch alles herzlich wenig zunächst mit Pädagogik zu tun. Also im gelehrten Schulwesen gehen wir vom Fachklassensystem zu den Jahrgangsklassen zunächst mal aus ökonomischen und aus Lehrermangelgründen über. Man hatte einfach nicht überall genug Leute, die Mathematik und solche komischen Sachen konnten. Also musste man den Unterricht so organisieren, dass dieser Mathelehrer alle und nicht nur eine einzelne Klasse trifft.
es gibt also einen Haufen Gründe, aber das Entscheidende ist, hier passiert jetzt eine Organisierung in Form eines gegliederten, da steckt auch kein Kapitalismus oder so dahinter. Das sind, das können Sie rekonstruieren, fast überwiegend wirklich schulpraktische, ökonomische, verwaltungstechnische Vorteile, warum sich bestimmte Typen Systeme in bestimmten Regionen durchsetzen. Im Lauf des 19. Jahrhunderts ist dieses Modell aber so erfolgreich, dass im nächsten Schritt jetzt an einer bestimmten Schule gewesen zu sein, damit verknüpft wird, was dann Bestimmtes danach machen zu dürfen. Auf einmal können Sie nicht mehr an die Universität, ohne dass Sie ein Abitur, eine Matura haben. Auf einmal können Sie nicht mehr Offizier werden, ohne dass Sie eine Matura haben. Sie können keine Beamtenstellen bestimmter Art haben, ohne dass Sie einen bestimmten Schulabschluss haben. Das heißt, was jetzt passiert ist, dass dieses bereinigte oder strukturierte Schulsystem zunehmend das bekommt, was man in der Forschung eine Allokationsfunktion nennt, also eine Zuteilung, eine Zuweisung von anschließenden Berufschancen und Lebensmöglichkeiten. Im Zuge dessen kam es aber gleichzeitig, und das ist nicht zufällig, zu einer Bereinigung der Abgangs- und Übergangsvorschriften von inhaltlichen Angaben. Das Entscheidende war dann nicht, was sie gelernt hatten, sondern dass sie Matura hatten, Pflichtschulabschluss hatten, diesen oder jenen Universitätsabschluss hatten. Es kam also gar nicht darauf an, ob sie wirklich dasselbe Programm hatten, wie der von, also der in Wien und der in Linz dasselbe gelernt hatten, sondern das Entscheidende war nur die Tatsache, dass sie dort gewesen waren und das Projekt erfolgreich durch Prüfung dokumentiert zu einem guten Ende gebracht hatten. Das hatte wiederum umgekehrt den ungeheuren Vorteil, und das macht sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts breit, da entstehen nämlich die Dinger, die wir heute noch kennen, die modernen Lehrpläne, dass sich unterhalb dieser einheitlichen Grundstruktur ein Lehrplansystem entwickeln kann, das relativ breit aufgestellt ist. Also das zwar nicht mehr alle möglichen Inhalte beinhaltet, wie im 17. und 18. Jahrhundert, das wird jetzt sortiert, in Schulfächer zusammengepackt nach und nach, das ist ein Prozess, der dauert ungefähr 100 Jahre, bis sich der Normalbegriff eines Schulfaches ausbildet, aber Sie können viele Sachen machen, Sie machen halt eben nicht nur alte Sprachen oder nur Rechnen und Lesen, sondern da können viele Inhalte, naturwissenschaftliche Inhalte, sachkundliche, geschichtliche, politische, alle möglichen Inhalte einen festen Ort finden. Aber wieder ist das erstaunlich, was man beobachten kann, ist, jetzt stellt man sich vor, der Kanon dieser Fächer sei primär durch Wissenschaften, vielleicht die pädagogische, oder durch gesellschaftliche Interessengruppen hergestellt worden. Nein. Überhaupt nicht. Der folgt primär schulpraktischen Erfordernissen. Was kann man wie, in welcher Zeit vernünftig durchführen? Das heißt, das ganze 19. Jahrhundert durch können Sie also Diskussionen beobachten über die Grenzen der Fächer, aber das primäre Argument ist, geht nicht in der Schule. Deswegen ist es übrigens auch kein Zufall, das ist ein hochgradig effizienter Diskurs gewesen, dass für den Pflichtschullehrplan, können Sie getrost sagen, dass 80% dessen, was heute im Pflichtschullehrplan stand, auch schon in fortgeschrittenen Schulen vor 100 Jahren verlangt wurde. Lehrpläne ändern sich an den Rändern, sind aber im Kern wahnsinnig stabil. Also die Änderungsmarge von Lehrplan zu Lehrplangeneration liegt so bei 3-5%. Wobei das Lustige ist, das, was wieder reinkommt, fliegt auch wieder raus. Schulen sind genial im Vergewöhnlichen, im Veralltäglichen des jeweils Neuen. Also was immer so neu in der Gesellschaft passiert, neue Technologie, neue gesellschaftliche Themen, wird an diesen Rändern in den Lehrplan aufgenommen, aber dann vom Neuen in der Regel verdrängt. Nur die Neuigkeiten halten sich auf Dauer, die es schaffen, schulbetriebstechnisch notwendig zu bleiben. Also die selber schaffen, Voraussetzungen für die Arbeit in anderen Fächern zu werden. Dann hält sich ein neuer Stoff. Schafft er das nicht, egal wie gesellschaftlich bedeutend er ist, wird er in der Regel nicht auf Dauer gestellt. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass die zentralen Themen des Lebens wie Gesundheit, Recht, Wirtschaft, ich könnte Ihnen noch mehr erzählen, nie eine stabile Einordnung im Lehrplan gefunden haben? Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Themen wie Umwelt, Kommunikation, auch das beliebte Projekt, seit ungefähr 1750 kommen, gehen, kommen, gehen. Das hat was damit zu tun, dass Schule ist. Das ist wie König Midas. Okay? Was sie anpackt, wird Schule.
Und was sich damit nicht verträgt, hält sie auf die Dauer nicht auf. Gleichwohl erschreckt sie immer wieder über die Differenz von Schule und Leben. Und immer wenn das passiert, kriegen wir eine neue Lehrplangeneration. Wir haben das mal untersucht. Zwei Drittel der Lehrer sagen, wenn ein neuer Lehrplan kommt, ja, es gibt keinen Lehrplan, den ich nicht meinem Unterricht anpassen könnte. Glauben Sie nicht, dass das bei Testsystemen viel anders sei. In diesem relativ freizügigen Kontext etabliert sich dann, und auch und gerade in Österreich, dieses Konzept humanistischer oder bürgerlicher Allgemeinbildung, das sein Ziel dann auch konsequent gar nicht in der Verwendbarkeit des Wissens sieht, weil da ist die Konstruktionsebene ja gar nicht gewesen, sondern in der Aneignung einer spezifischen Kultur. Also die Kultivierungsfunktion geht ganz klar in den Vordergrund und die Qualifizierungsfunktion tritt zurück. Warum lernen wir das? Weil wir es morgen in der Schule brauchen. Wie lernen wir das? Wie wir es in der Schule brauchen. Worum geht es hier? Schule halten. Das ist so ungefähr der Grundmechanismus, der sich entwickelt. Dieses gegliederte Schulsystem, das muss man jetzt einfach zugeben, war ganz klar Schichten- oder Klassenreproduktion. Das war ganz klar zugeordnet. Also die höhere Schule, das Gymnasium, war damals, und ist übrigens heute noch, die Gesamtschule des Bürgertums. Nur das Bürgertum ist heute halt eine größere Gruppe, was sich in den Schulerströmen wieder spiegelt. Die Elementarschule oder die, heute würden wir sagen, Volksschule, war halt die Schule für diejenigen, die nicht zu den gebildeten Kreisen gehören. Und dann haben sich mittlere Formate entwickelt. Das hat dann natürlich im Lauf des späten 19. Jahrhunderts, zum frühen 20. Jahrhundert, zu Gerechtigkeitsdebatten geführt. Wie fair ist das denn, dass von vornherein feststeht, was ich werde? Was ist das für ein Schulsystem, wo im Prinzip mit dem Eintritt in die Schule schon entschieden ist, was ich beim Austritt bestenfalls erreichen kann? Und vor allem hat dieser Diskurs dann die sozialdemokratischen und andere Gegenbewegungen dazu verführt, einen Schritt zu machen, der heute noch gilt. Bis Ende des 19. Jahrhunderts haben die sich darauf konzentriert, eine spezifische Arbeiterbildung oder eine spezifische andere Bildung zu verlangen. Jetzt stellen sie sich schrittweise darauf um, das hat viel mit diesem Statusgeschichte zu tun, einen gleichberechtigten Anteil an der bürgerlichen Bildung zu verlangen. Das spiegelt sich in der österreichischen Sozialdemokratie auch in anderen Bereichen. Es geht dann nicht mehr um Sturz des Staates, sondern einen gleichberechtigten Zugang zum Staat zu bekommen. Nicht umkippen der Besitzverhältnisse, sondern einen gleichberechtigten Zugang zur Administration von Besitz zu bekommen und so weiter. Und im Schulbereich, das können Sie sehr deutlich in Protokollen des Linzer Parteitages nachlesen, wo wir gerade hier in Linz sind, führt das also zu dieser Entscheidung, die sich ja dann auch nachher in schulpolitischen und schulstrukturellen Entscheidungen niederschlägt, zu sagen, das entscheidende Gerechtigkeitskriterium ist der gleichmäßige Zugang zur bürgerlichen Bildung. Und zwar der bürgerlichen Bildung, wie eben beschrieben, die primär auf Kultivierung und nicht auf bestimmte Zwecke aus ist. Ich muss mich ein bisschen beeilen, das sind relativ aktuelle Zahlen. Hier sehen Sie, wie das in Österreich aussieht. Im Kindergarten stellen mittlere Schicht und niedere Schicht, je nachdem wie sie definieren, wird normalerweise über Bildungsabschlüsse der Eltern übrigens in Österreich definiert, 60 zu 40. An der Schwelle zur ersten AHS kippt es um. Das ist schon genau umgekehrt, 60 zu 40. Und wenn Sie jetzt an die nächste Schwelle gehen, falsche Richtung, Entschuldigung, ist es noch dramatischer. Also niemand soll herkommen und behaupten, es sei nicht so, dass die AS weiterhin die Gesamtschule des Bürgertums ist. Also dieser Mechanismus funktioniert nach wie vor. Und fragen Sie mal Kolleginnen in der vierten Klasse Volksschule, was passiert, wenn die aus Versehen Klein Alexander von Rechtsanwalt Huber mit 2 geben? Wie viel Schlaf die in der Woche noch kriegen? Und wie viele Anrufe von Papa und Mama und noch ein paar kommen? Das heißt, das funktioniert massiv. Aber gleichzeitig ist diese Bewegung ja nicht uneffektiv gewesen und das will ich Ihnen an einem anderen Beispiel zeigen. Österreich ist nicht Deutschland. Also hier ist es ja nicht so, dass wenn ich den Sprung in der vierten nicht schaffe, der Zug für alle Zeiten abgefahren ist. Sondern Österreich besteht ja immer darin, dass es viele Wege nach oben gibt. No? Geht so nicht, dann machen wir es halt anders. Und Eltern sind sehr geschickt, das auszunutzen. Inzwischen machen rund 2/3 aller, die Matura machen, ihre Matura nicht an der AS, sondern im beruflichen Bildungssystem, in der Berufsmatura und vielen anderen Formaten.
Das ist die eigentliche versteckte Erfolgsgeschichte übrigens des österreichischen Bildungssystems, auf die kommen wir gleich nochmal zurück, weil die massiv unter Druck ist im Moment, in massiver, also gefährdet ist. Nur, was ich Ihnen erklären will, ist, also der Statuskampf geht weiter, aber er wird dadurch gelöst, dass sich jetzt alternative Routen des Statuserwerbs auftun. Das hat jetzt natürlich, klar, jetzt stellen Sie sich vor, überlegen Sie mal, Bildung ist das Einzige, was Sie heutzutage einigermaßen zuverlässig vererben können. Ob die Firma noch da ist, ob das Haus noch da ist, ob das Konto noch da ist, das wissen Sie nicht. Bildung, so, dann können Sie nicht verlangen, dass Eltern, die die Ressourcen haben, Bildung weiterzugeben, darauf verzichten. Das heißt, wenn denn Status so wichtig ist, Bildung so wichtig ist, wie alle sagen, dann müssen die natürlich reagieren. Jetzt zeige ich Ihnen kurz, wie die reagieren. Mit vertikaler Beschleunigung und horizontaler Differenzierung. Was vertikale Beschleunigung? Wenn ein Pflichtschulabschluss keinen Unterschied mehr macht, braucht es eine Matura. Oder sonstiger Abschluss. Wenn eine Matura keinen Unterschied mehr macht, braucht es ein Hochschulstudium. Also das Problem, das Equity-Problem, wird einfach hochspiralisiert, schrittweise. Ich habe einen amerikanischen Kollegen, der gefotzelt hat, demnächst braucht es ein Doktorat, wenn das so weitergeht. Gleichzeitig findet eine horizontale Differenzierung statt, das heißt, man versucht in irgendeiner Weise darzustellen, dass es zwischen formal gleichberechtigten Abschlüssen oder Schuleinrichtungen gleichwohl qualitative und hierarchische Differenzen gibt. Also ein AS-Matur ist da natürlich was Besseres als bloß die von der BAS. Ich weiß nicht, wo solche Theorien herkommen, aber wenn Sie mal bildungspolitische Debatten in Österreich verfolgen, könnten Sie manchmal glauben, zumindest in Wien fängt der Mensch erst mit der AS-Matura an. Vorher ist er keiner. Na? Und alle anderen Abschlüsse, das geht so weit, dass Sie in Bildungsstudien einfach nur die AHS-Quote als Indikator für Bildungschancen nehmen und vergessen, dass es, wie gesagt, diese 52 anderen Wege gibt, die kennen die noch nicht einmal, die verschiedenen Langformen der beruflichen Bildung oder so, auf die 80-90% der Jugendlichen, die de facto in diesem Bereich sind, wird voll vergessen. So. Das hat natürlich ein Problem. Das geht nur begrenzt. Sollten diese Differenzierungsmechanismen nicht mehr ausreichen, das können wir in Wien massiv, das können Sie vielleicht auch in Linz schon erleben, dann greifen wir auf andere Unterscheidungsmechanismen zurück. Also wenn ich nicht mehr garantieren kann, dass nur Alexander in seiner Gruppe Matura hat oder Magister hat oder Doktorat hat, dann muss ich mir was einfallen lassen, damit er nicht mit den Schmuddelkindern in einem Raum gesperrt wird. Dann mache ich also Unterscheidungen via Programm zum Beispiel. Also Montessori, bilingual, international, musisch, religiös, hochbegabt, suchen sich was aus. In Norwegen ist es so, es gibt, wo ich vorher gelebt habe, es gibt zwei Sorten Norwegisch. Eine, Bokmål, das sprechen 90% und Nynorsk spricht niemand. Sie haben aber einen Rechtsanspruch darauf, wenn Sie behaupten, Sie seien Nynorsk sprechend, eine Nynorsk-Klasse bilden zu dürfen. Sie können absolut getrost sein, dass Leute, die schon mit dem normalen Bokmål Schwierigkeiten haben, sich nie den Tort antun, ein zweites Norwegisch zu lernen. Das heißt, Sie haben automatisch eine Klasse von lauter Kindern aus bildungsbürgerlichen Kreisen, die sich leisten können, halt eben noch eine Sprache hinterher zu legen. Wie die Stadt Wien ihr neues Bildungsprogramm gemacht hat, sind sie massiv eingetreten für mehr bilinguale Schulen. Jetzt sollte man glauben, angesichts der Stadtbevölkerung, das würde sich hier um Slowakisch, Slowenisch und Türkisch handeln. Nein, natürlich nicht. Englisch, Französisch und wenn überhaupt noch sowas wie Tibetanisch. Sie reproduzieren halt einfach, weil sie nicht ernsthaft sagen dürfen, wir spielen nicht mit den Schmuddelkindern, schaffen sie einfach Bedingungen, dass sie schon freiwillig nicht erscheinen werden. Wir machen dann zum Beispiel Musikgymnasium, Violinunterricht vorausgesetzt. Ne? Das sind relativ einfache Techniken, solche Unterschiede zu reproduzieren. Sie können es über Trägerschaft machen. Die katholische Kirche kann gar nicht so viele Skandale haben, um ihre Wartelisten zu halbieren. Und da kommt auch ein steigender Markt jetzt an privater Trägerschaft auf uns zu, aus diversen Gründen. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Mechanismus, den Sie auch jetzt schon in den Großräumen, also in den Ballungsräumen beobachten können, der ist schlicht und einfach Sozialgeografie. Vernünftige Eltern wissen genau, wo sie hinziehen. Und jetzt, um das direkt dazu zu sagen, ich halte das übrigens für eine der überflüssigsten österreichischen Debatten, die über gegliedert oder nicht gegliedert, das alles gibt es in Gesamtschulsystemen genauso. Das hat gar nichts damit zu tun. Sie können gar nicht differenzieren. Geht nicht.
Die Frage ist, weil Sie können diesen Eltern doch nicht verbieten, sich für ihre Kinder einzusetzen. Da müssten Sie dann ein totalitäres System machen wie Sparta, wo die Kinder den Eltern weggenommen werden mit 2 Jahren und zugeordnet werden. Oder noch früher. Nee. Das heißt, solche Mechanismen werden immer wieder auftauchen. Sie lassen sie nicht verhindern. Ich muss mich ein bisschen beeilen, ich erzähle wahrscheinlich zu viel. Also, Bildung als Status, ursprüngliche Funktion Inklusion, Abbildung der mitgebrachten Unterschiede lässt sich nicht vermeiden, ist sehr, sehr deutlich sichtbar. Dagegen Strategie historisch ist Öffnung der Zugänge, formale Gleichheit herstellen. Aber in allen Systemen, wo man das probiert hat, stellt sich schwuppdiwupp über andere Differenzierungsmechanismen derselbe Prozess wieder ein. Sie könnten ihn wirklich nur unterbinden, wenn Sie die engagierten Eltern daran hindern, sich für ihre Kinder einzusetzen. Okay. Die Bildungsexpansion jetzt der letzten 30, 40, 50 Jahre und dieser verstärkte Konkurrenzdruck, weil wenn mehr Leute Matura haben oder mehr Leute Hochschulstudium haben, steigt natürlich, denn früher, wie ich Matura, also Abitur gemacht habe, da konnte man davon ausgehen, hast du das, hast du auf jeden Fall was. Dir kann nichts mehr passieren. Okay? Heute ist es nicht mehr viel. Ich sage selbst meinen Doktoranden heute, ist schon ein Doktortitel allein, vergiss es. Ohne einschlägige Lebens- und Berufserfahrung, ohne praktische Leistung, das interessiert keinen. Noch nicht mal an der Uni. Der Druck steigt also. Und dementsprechend hat es seit Anfang der 50er und 60er Jahre zunehmend Versuche gegeben, andere Parameter zu finden. Also nicht Statusparameter, sondern Parameter, die man unabhängig von der Schule, von der sozialen Schicht und so weiter erstmal verwenden kann. Diese Parameter, ohne da jetzt im Einzelnen drauf einzugehen, haben eine Reihe Eigenschaften. Die sind normalerweise konstruiert über die Querschnittsvergleiche von Schülerleistungen, wie zum Beispiel ja auch PISA, und meistens in den für zentral gehaltenen allgemeinbildenden Inhalten. Also Lesekompetenz, Rechenkompetenz, elementare Naturwissenschaftskompetenz, von denen dann unterstellt wird, dass sie irgendwie lebensrelevant sind, Life Skills sind. Das Interessante an der Geschichte ist, es gibt überhaupt keine Forschung dazu, die belegen könnte, dass das, was da getestet wird, tatsächlich gebraucht wird. Und das ist nicht entscheidend, weil de facto sind es School Skills und nicht Life Skills, die hier im Mittelpunkt stehen. Und zwar ein sehr spezifischer Typus von School Skills, der im Mittelpunkt steht. Jetzt passiert aber eine entscheidende Änderung. Während bis dahin im Statusmodell Schicht, soziale Herkunft noch relativ offen thematisiert wurde, werden die jetzt transformiert in Eigenschaften der Beteiligten. Also es ist nicht mehr die soziale Lage bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, die ihr unterschiedliches Bildungsproblem konstituiert, sondern die Eigenschaften des einzelnen Kindes. Also Migrant zu sein oder einheimisch zu sein, Mädchen oder Bub zu sein, aus einer einkommensstarken, schwachen Familie zu kommen, aus einer bildungsstarken, schwachen Familie zu kommen, das ist eine individuelle Konstellation. Und die Unterstellung ist jetzt, man könnte die Qualität der Schule daran abmessen, ob es ihr gelingt, die individuelle Konstellation zu neutralisieren. So, dass keine Unterschiede dadurch entstehen, welche Merkmale sie zu Tische bringen. Oder zumindest der Tendenz nach zu neutralisieren. Und die Unterstellung ist dann auch, sie könnten Qualitätsunterschiede zwischen Schulsystemen dadurch abbilden, also zwischen Schulen, einzelnen Schulen, Schultypen, Schulsystemen und so weiter, durch deren Fähigkeit, solche Unterschiede einzuebnen. Klingt zunächst mal irgendwie recht plausibel, hat nur ein kleines Problem, es hat noch nie funktioniert. Wenig überraschend bestätigen diese Untersuchungen dann sehr schnell, dass die Varianz innerhalb von Schultypen höher ist als die zwischen. Und vor allem, ich habe Ihnen hier das neueste Beispiel, das ist jetzt aus der ganz frischen PISA-Studie mitbekommen, da unten sind immer die mit Pflichtschuleltern und da die mit Uni-Abschluss. Ne? Und es ist absolut beinhart. Na klar, kommt da genau dieselbe Verteilung raus wie vorher. Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen, glaube ich. Und was die Varianz zwischen den Schulen betrifft, das darf man ja nicht laut sagen, aber wir wissen, dass es zum Beispiel ländliche Hauptschulen gibt, die in Mathe und Englisch 1,5 Jahre vor Hauptstadtgymnasien liegen. Also da ist eine enorme Varianz am Werk, die aber nicht zuletzt auch wieder soziale Unterschiede und Standortunterschiede abbildet. Aus solchen und ähnlichen Befunden ziehen jetzt auch Österreich die Konsequenz, wie ich nach Österreich gekommen bin, also ich war als Kind in Österreich schon, mein Großvater war Chef der Sternwarte in Wien, aber wie ich nach Österreich nach vielen, vielen Jahren wiedergekommen bin, hat mir jemand eine Postkarte geschickt.
darauf stand, wenn die Welt untergeht, komm nach Wien. Hier findet alles 20 Jahre später statt. Das ist jetzt ein bisschen mit nationalen Standards und nationalen Leistungstests so. Wir sind ein bisschen später als der Rest von Europa damit. Ne? Nicht so viel, nur so im Durchschnitt 10, 15 Jahre diesmal. Aber die werden jetzt eingeführt. Und das Ziel ist also irgendwie jetzt dadurch die Leistungsentwicklung zu homogenisieren. Und das Kernziel dieser Politik ist ja, die Wirkung mitgebrachter Unterschiede abzubauen in irgendeiner Weise. Das, was Österreich noch bevorsteht, ist die Erfahrung, die die anderen, weil die machen das ja schon 10, 15, 20 oder 50 Jahre noch gemacht haben, ist, haben Sie gerade in der Zeitung gelesen, dass die zweite Runde der Zentralmatura leicht verbesserte Ergebnisse hatte? Das ist völlig normal. Weil am Anfang werden die starken Schülerinnen und Schüler und die starken Schulen rausfinden, wie der Hase läuft, also wie das Ding funktioniert. Und sie kriegen leichte Gewinne. Ne? Die pflegen aber ab der dritten, vierten Runde abzuebben. Gleichzeitig tritt aber ein Effekt auf dann zunehmend, nämlich dass der Abstand zwischen eben diesen Leistungsstarken und den anderen wächst und wächst und wächst. Ja, warum? Die haben die Ressourcen, sich neben allem Übrigen auf das jeweils neue System einzustellen. Deswegen werden die auch Zugewinne verbuchen. Während die anderen allenfalls sanft steigende Kurven in den getesteten Bereichen haben, aber wie mein Kollege Dan Koritz von Harvard gezeigt hat, die sanft steigende Kurve in den getesteten Bereichen wird bezahlt mit steigenden Abstürzen in den nicht getesteten Bereichen. Das sind regelrechte, das ist noch nicht mal ein Nullsummenspiel. Die Reaktion jetzt auf diese Tatsache, die eintreten wird, die wird, ich verwette mal Hütchen darauf, dass das auch in Österreich passieren wird. Die Reaktion ist dann, da ist nicht genug homogenisiert worden, weil offensichtlich persistieren ja die Unterschiede. Und zweitens, Sie erinnern, wir haben jetzt das Unterschiedlichkeitsproblem an die Individuen gehängt. Hier ist nicht genug individualisiert worden. Also wir haben nicht dafür getan, die einzelne Problemkonstellation aufzulösen. Es ist jetzt wieder mal interessant, ich muss mich wirklich beeilen, aber Sie sind mir nicht böse, wenn ich überziehe, hoffe ich, wie die gebildeten Schichten auf sowas reagieren. Schlicht und einfach mit erhöhten Eigeninvestitionen. Wie immer, wenn sie irritiert werden in ihren Status oder Erwartungen, erhöhen die einfach den Einsatz. Das ist wie beim Roulette. Und das können die so lange, nee, genau gesagt wie beim Poker, weil die machen das so lange, bis die anderen aussteigen müssen. Was sie also in Ländern erleben, die solche Testsysteme einführen, kurz Zeit später investieren sie sinnvollerweise in Nachhilfeunternehmen. Das ist nämlich der schnellst wachsendste Educational Market, den es gibt weltweit. Wir sind noch ganz am Anfang. Also die Arbeiterkammer hat diese Untersuchung gemacht, die zeigt, es steigt bei uns langsam an. Wir sind noch weit entfernt von Quoten. Eltern in Singapur oder in Hongkong oder in Shanghai oder in diesen Städten wenden einen erheblichen Teil des Familieneinkommens für Shadow Education auf. Wo es sich in Österreich jetzt schon bemerkbar macht, das wissen wir aus unseren eigenen Daten, ist beim Elterneinsatz. Also Schule wird zunehmend Prämienverteilung an fleißige Mütter. Weil die hängen sich dann dahinter, damit der Bub oder das Mädel die ersten zwei Jahre im Gymnasium gut übersteht und. Ich weiß nicht, wer von Ihnen noch solche Kinder hat. Das ist zum Teil beinharte Arbeit. Und solche Investitionen erklären dann, warum auch in solchen Ländern, das hat gerade der Kollege Brandstätter ja sehr schön gezeigt, die Leistungsunterschiede zwischen den Stärkeren und Schwächeren größer sind als in den anderen Ländern. Das ist nicht, weil die Schule unbedingt besser ist. Gehen Sie mal bitte in eine finnische oder eine singapurische oder eine koreanische Schule rein und wenn Sie hinterher sagen, Sie wollen das für Ihr Kind, okay, dann gebe ich mich. Aber nicht eine Sekunde vorher, bevor Sie sich klargemacht haben, was da abgeht. In Singapur werden Sie wöchentlich gerankt. Das ist ein permanenter Kampf. Wollen Sie das? In Finnland sind die Kinder so ausgebrannt, dass sie massive Probleme in der Sekundarstufe 2 haben. Wollen Sie das? Die liegen in jeder Schulklima-Schulfreude-Untersuchung so bei den letzten 3 oder 4. Wollen Sie das? Haben Sie mal überlegt, welchen langfristigen Kosten die Zerstörung von Lernfähigkeit und Lernfreude hat? Aber klar, Sie könnten in Österreich schreiben, wie hieß dieses Buch, 6 Österreicher unter den ersten 5?
Ne? So, also was hier passiert ist, die Eltern reagieren wie im Statussystem, gleich analog, mit verstecktem Einsatz. Aber wie reagiert die Schule? Da lassen sich vier Effekte beobachten, mindestens vier, noch mehr. Der deutlichste Effekt, der wird eintreten, egal was man Ihnen jetzt versichert, machen Sie nichts vor, die Schulenzahlen werden bekannt, das würden Sie überall. So, und jetzt stellen Sie sich vor, Ihre Schule ist in einem netten Vorort von Linz, wo man normalerweise erwarten würde, dass alles in Ordnung ist. Und die landet jetzt erstaunlich, erstaunlich im unteren Drittel der österreichischen Schulen. Was meinen Sie, was dann los ist? Was der Elternbeirat sagt, was die Lokalpresse sagt, was der Bürgermeister sagt. Wissen Sie übrigens, wen das am meisten interessiert? In England oder in den USA? Die besorgen sich zum Teil vorher auf dem Schwarzmarkt, die Immobilienmakler. Weil da, wo Schulen kontinuierlich gut sind, zieht man hin, da geht man hin. Also es gibt dann sehr schnell Matthäus-Effekte. Die starken, einflussreichen Eltern sammeln sich an den starken, einflussreichen Schulen. Und nach, jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein Lehrer. Wie in Norwegen das erste Mal veröffentlicht wurde, kannte ich zufällig die Schule, die auf dem letzten Platz war. Ich habe die Lehrer, die Schulleitung dort bewundert. Ich habe die bewundert für den Arbeitseinsatz, den die an den Tag gelegt haben. Deren Herausforderung war, in einem ziemlich schlimmen, slummigen Vorort von Oslo überhaupt Schule zu ermöglichen. Das haben die fantastisch gemacht. Und dann in der Zeitung, die beste Schule Oslos, die miserabelste Schule Oslos. Innerhalb von einem Jahr war die gesamte Schulleitung weg. Nach und nach die meisten führenden Kollegen, nicht weil die gefeuert worden sind, sondern die haben gesagt, hör nur her, ich arbeite hier den ganzen Tag, das Wochenende, nur um der Zeitung rauszuhängen, gehängt zu werden, dass ich der Flop der Nation bin. Nein, danke, das gebe ich mir nicht. Das heißt, gerade die starken Leute wechseln dann an Schulen, wo es leichter ist, stark zu sein, und sie kriegen doppelten Matthäus-Effekt. Das Zweite ist, sie kriegen einen curricularen Effekt, der ist auch ganz interessant. Der trifft nicht die Obergruppe. Also bei uns in Wien, Kalksburg und Schotten passiert nichts. Die können sich das leisten, auch noch den Test zu machen. Das trifft die mittlere Gruppe. Die wird dann zunehmend ihre Energie reinstecken müssen in Qualifizierungsanstrengungen. Das geht regelmäßig dann auf Kosten der Kultivierungsanstrengung. Ne, weil sie shrinking, curricular shrinking, sie führen den Lehrplan eng auf die Ziele, die gemessen werden, an denen sie verglichen und gemessen werden, und lassen halt die anderen Aktivitäten am Wegesrand zunehmend liegen. Nur glauben Sie nicht, dadurch würden die Kultivierungsprobleme verschwinden, die melden sich sofort als Erziehungsproblem und Erziehungsdebatte wieder. Und die erleben wir jetzt genau in diesem Schulbereich. Es gibt noch zwei weitere Effekte, die ich Ihnen kurz erzähle. Zuschreibung. Da ja das Modell davon ausgeht, dass die Ursache für persistierende Unterschiede mangelnde Unterrichts- und Schulqualität ist und da diese Unterschiede als individualisierte begriffen werden, reagieren die Schulen dann früher oder später mit Binnendifferenzierung. Sie können am leichtesten ihre Testleistungen steigern, wenn sie sich auf das dritte und vierte Quintil konzentrieren. Die, die gerade um den Durchschnitt liegen oder gerade über dem Durchschnitt. Die kriegen sie relativ leicht von 48 auf 68 Punkte, wenn sie mal eine 100-Punkte-Skala nehmen. Für denselben Aufwand bewegen sie jemanden vielleicht von 13 zu 16 Punkten. Das lohnt nicht. Das heißt, was sie dann erleben ist, dass diese Schulen zwangsläufig in der Binnendifferenzierung genau die Unterscheidungen reproduzieren, die sie angeblich abschaffen sollten. Rein, weil das anders für das Schulsystem nicht aushaltbar ist. Im schlimmsten Fall endet das mit Verdrängungsprozessen. Die können Sie auch beobachten. Dass die Schulen dann die Schülerinnen und Schüler rausdrängen, die die Statistik belasten. Die mehr Einsatz verlangen. Einer der Top 5 Schulen in Norwegen kenne ich auch den Schulleiter, der hat mir das Geheimnis seines Erfolges erklärt. Das war furchtbar einfach. Er hatte vorher 5 Sonderpädagogen an seiner Schule beschäftigt. Jetzt hat er nur noch 2. Er zieht die Kinder aus den Klassen raus und behandelt die an einer sonderpädagogischen Werkstätte. Die 3 frei werdenden Lehrkräfte hat er in den Testjahrgängen eingesetzt, in den Testfächern für differenzierten Unterricht. Funktioniert hervorragend. Nur, Sie merken, was passiert. Also der nicht intendierte Nebeneffekt ist, dass sich einfach neue Mechanismen der Differenzproduktion etablieren. Aber die Differenzen verschwinden nicht. Was noch viel fataler ist, ist, dass dieser einseitige Fokus auf Leistung, punktuelle Leistung, Qualifizierungsprozesse,
die Kultivierungsleistungskraft von Schulen zerstört, ihre Integrationsfähigkeit, ihre Inklusionsfähigkeit behindert. Dazu steigen die Kosten durch die Beschleunigung. Das Interessante, ich hatte es ja schon erwähnt, wir wissen aus der Forschung, dass ab einem bestimmten Level daraus nichts mehr rauskommt, weder wirtschaftlich noch individuell, sondern nur die Kosten steigen für die Beteiligten, um immer den Sprung vor den anderen zu sein. Im Ergebnis können solche Maßnahmen, das will ich Ihnen ganz am Schluss ganz kurz an einem Beispiel erklären, und dann kommt noch der letzte Typ, ich hoffe, Sie lassen mir die Zeit. Wir haben ja auch später angefangen, sagen wir mal, ne? Gucken Sie mal, Österreich hat ja so ein grottenschlechtes Schulsystem, weswegen wir in der europäischen Spitze und der OECD-Spitze liegen, soweit es Sekundar-2-Abschlüsse betrifft. Das ist eigentlich erstaunlich, ne? Dürfte ja nicht sein. Das verdanken wir, ich hatte es schon erwähnt, den wirklich zum Teil herausragenden Leistungen unserer berufsbildenden Langform und des dualen Systems. Das muss man einfach mal so trocken sagen. Weil unsere AAS-Quote ist europaweit nichts, um anzugeben. Ne? Aber wir liegen in der Spitze, was erfolgreiche Sekundar 2 betrifft, mit. Wir liegen vor allem vor den Ländern, mit denen wir uns sonst üblicherweise vergleichen. Und wir liegen uns auch an der Spitze, wenn man sich Statistiken anguckt, Übertritt in den ersten Arbeitsmarkt, sind wir nach wie vor bei den Ländern in Europa, die das relativ sehr gut hinbekommen, trotz PISA. Was passiert jetzt aber? Jetzt stellen Sie sich vor, ich erhöhe jetzt den akademischen Druck. Okay? Ich will ja Gerechtigkeit herstellen, also alle sollen dieselben Leistungsanforderungen haben. Und notgedrungen konzentriere ich mich dann auf die Fächer, die alle haben. Sowas wie Deutsch, Mathematik und Englisch. Vielleicht dürfen die manche noch einen zusätzlichen Test machen, aber der Vergleich kann ja nur über die Fächer passieren, die alle haben. Was passiert dann? Das kann ich Ihnen kurz mal zeigen. Und zwar auf dem Hintergrund, ich habe gerade den Auftrag gehabt, die norwegische Evaluation zu evaluieren. Und die haben all das gemacht, was uns empfohlen wird. Okay? Also sie haben die berufliche Bildung, das gibt nur noch eine Sekundar-2-Stufe in verschiedenen Richtungen, aber die ähnliche akademische Ansprüche hat. Es gibt eine Einheitsschule darunter, die möglichst wenig differenziert sein soll. Die haben Pflichtkindergarten nicht eingeführt, sondern einfach die Einschulung ein Jahr vorverlegt. Sie haben alles gemacht, was die OECD und andere empfehlen. Und sind dann vor einem Jahr aufgewacht und haben gedacht, hoppla, was passiert? Die Leistungen sind im Durchschnitt schwach, aber deutlich rückläufig. Die sozialen Abstände wachsen und vor allem haben sie sich folgendes Problem an den Hals geholt, das ich Ihnen kurz erzählen will. Das ist das österreichische Schulsystem ganz grob charakterisiert. Was passiert, wenn der akademische Druck in der SEC 1 steigt und gleichzeitig die Leistungsanforderungen in allgemeinbildenden Fächern in der beruflichen Bildung steigt, dann sagen die Leistungsstarken, die Streetwisen und die mit Bildungskapital, na, wenn die mich an der AAS messen, dann nehme ich gleich die AAS. Dann tue ich mir das, wozu soll ich mir die Doppelbelastung von beruflicher und Allgemeinbildung antun, wenn ich sowieso nur über die Allgemeinbildungsschiene diskontiert werde. Was also passiert ist und was auch den Norwegern passiert ist, ein massiver Exodus der Leistungsstarken in Richtung der sogenannten allgemeinbildenden Typen, in denen die Doppelqualifizieren, also auch Ausbildung gleichzeitig beinhalten, eine steigende Dropout-Quote, weil sie behalten eine leistungsimmunogene, aber im Durchschnitt sehr schwache Gruppe nur noch dort zurück, die nicht in der Lage ist, Schulqualität und Schulklima und Schulentwicklung aufrechtzuerhalten. Das heißt, was sie produzieren, ist dann einen doppelten Verdrängungsprozess, der diese doppelqualifizierenden beruflichen Bildungstypen unter massiven Druck bringt. Und zwar lustigerweise gerade dort, wo die Norweger im Moment die meisten Leute brauchen würden, wie zum Beispiel bei Pflegeberufen, technologischen Berufen. Also überall da, wo es tatsächlich inzwischen auch höhere akademische Ansprüche gibt, weil die Kiddies sagen, die jungen Leute sagen, na hör her, wenn ich sowieso denselben Stress habe in den Hauptfächern, wie die an der AAS, aber die daneben nichts zu tun haben, da gehe ich lieber gleich dahin. Das zwingt die jetzt, auf dem tertiären Sektor zu reproduzieren, was der sekundäre Sektor nicht mehr hergibt. Also sie müssen jetzt im tertiären Sektor als postsekundäre Ausbildung produzieren, damit sie ihre Pfleger bekommen und ihre Kindergärtnerin und so weiter. Was sie gemacht haben, unfreiwillig, das war keine Absicht von diesem Leistungsorientierungssystem, unfreiwillig ist, sie haben quasi dadurch, dass alles über einen Leistungsleisten geschert wird, den mittleren Bereich der Doppelqualifikation zerrieben. Noch nicht ganz, die überlegen jetzt im Moment, wie sie wieder zurückrudern können.
Und zwar ganz, ganz schnell. Was wollten wir gerade einführen? Zentralmatura für die BHS. Ja. Und gemeinsame Tests quer durch alle Schulformen in der 8. und so. Warten Sie ab, wie die Debatten sein werden. Natürlich werden wir herausfinden, das wissen wir aus den deutschen Untersuchungen, natürlich erwarte ich nicht, dass die BAKIP in Mathe oder Englisch mit den Schotten mithalten kann. Oder der International School. Die Top 10 der norwegischen Liste konnte ich vorher auswendig. Das sind vorzugsweise sowas wie ihre International School, also diese universitätsnahen internationalen Schulen. Man, da können sie gar nicht schief gehen. Da müssen sie schon sehr schlechter Lehrer sein, damit das nicht klappt. Nur die anderen geraten dann unter Druck, es denen nachzutun. Und sind dann gezwungen, sozusagen, schrittweise ihre Doppelidentität zu verkaufen. Das heißt, das Paradoxe, ich muss mich wie gesagt beeilen, Entschuldigung, ist, die Idee war ja dadurch, dass man sich von den Schultypen und den Statuszuweisungen abkoppelt und objektive Kriterien findet, könnte man das Problem in den Griff kriegen, wenn man das dann durch Diagnose und individualisierten Unterricht ausgleicht. Der Effekt ist, aber wir werden wahrscheinlich ungefähr noch 10 Jahre brauchen, bis wir den merken, in Österreich, sichtbar, ist, dass wir tatsächlich die Abstände vergrößern. Und jetzt kommt das eigentlich Fatale von diesem Modell. Wir schaffen eine wachsende Gruppe und die wächst statistisch jetzt schon, aber die ist immer noch Europa relativ niedrig. Wir daddeln jetzt um 10% rum. Wir werden innerhalb von 5, 6, 7, 8 Jahren bei 20 ungefähr gelandet sein. Eine wachsende Gruppe von Kindern, die im Prinzip schon abgekoppelt sind, bevor sie angefangen haben. Weil die Kosten in dieser vertikalen Beschleunigung zu verlieren, steigen in modernen Wissensindustrien und Wissensgesellschaften. Und bei uns im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, wenn der Bub also nur absolut in der Schule nichts zustande brachte, konnte der Papa immer noch zum Sägewerksmenschen gehen und sagen, du Karl, hast nicht was für meinen Bub. Und er konnte immer noch einen ordentlichen Job kriegen und eine Familie haben und eine Häusle bauen und das ging. Den Job gibt es nicht mehr. Das ist heute eine hochkomplizierte Maschine, die da verwendet werden. Da kann ich nichts mit jemandem anfangen, der nicht weiß, wo der Knopf ist. Das heißt, die Kosten dieser Spirale steigen. Und zwar faszinierenderweise, wir produzieren am oberen Ende einen immer größer wachsenden Überschuss ohne konkreten Verwendungszweck, den wir damit bezahlen, dass wir am unteren Ende eine immer größere Gruppe auslassen, die wird nie den ersten Arbeitsmarkt erreichen. Die wird nie in der Lage sein, aus eigener Kraft ihr Leben zu gestalten. Und mein Nachbar, der ist Jugendpolizist in der Wiener Innenstadt. Und der sagt, naja, das sind halt die, die ich dann kriege. Und er sagt mir auch, weißt du, ich sag dir jetzt schon, welche Schulen innerhalb der nächsten 3 Jahre in der Zeitung landen werden. Nur wir dürfen ja nichts tun, bevor da was passiert ist. Das ist das eigentliche Problem von Österreich. Aber ich jetzt hier hängen bleibe, ganz schnell noch die letzte Variante. Das ist kein Zufall, wenn Sie mal mit Wirtschaftsleuten reden. Ich habe das schon als Doktorand getan, habe ich untersucht, was die Wirtschaft eigentlich in Lehrplänen gerne hätte. Dann werden Sie feststellen, natürlich wollen die, na klar, sollst du rechnen und schreiben können, also bitte, elementar. Aber alles Weitere ist denen fast egal, weil das sagen die, das können wir auch. Aber was nützt es, wenn die jungen Leute nicht wissen, dass der Betrieb um 7.30 Uhr anfängt und nicht um 9.30 Uhr? Wenn Sie denken, eine Aufgabe kann man auch einfach mal liegen lassen und jemand anders überlassen. Was nützt es, wenn die nicht in der Lage sind, wenn was schief geht, rechtzeitig zu reagieren und zu sagen, halt, stopp, hier muss was passieren. Also was nützt es, Kultivierung, was nützt es, wenn die grundsätzlich, also die grundlegenden, wissen Sie, was Sie in der Schule eigentlich lernen in den ersten 2 Schuljahren? Das ist, mit komplizierten sozialen Systemen umzugehen. Was darf ich bei Fräulein Müller sagen, was bei Herrn Meier? Was da gehört zu Rallye, was gehört zu Deutsch? Was für eine Antwort ist in der Schule eine Antwort? Weil ich kann ja nicht wie bei Mami voraussetzen, dass sie das schon weiß. Ne? Weißt du was? Sie kennen die Fragen. Ne? So. Und diese grundlegenden Fähigkeiten, die Schule produziert, wenn sie gut funktioniert, sowas wie Resilienz, Durchhaltevermögen, aber auch Selbstständigkeit, eigenes Urteil, Kritikfähigkeit oder was wir heute Nachmittag diskutieren, Kreativität, die bleiben natürlich bei diesem Hase- und Igel-Wettrennen im Leistungskampf schlicht und einfach nicht für die Spitzengruppe. Da brauchen Sie sich gar keine Sorgen machen.
Die schaffen beides. Sondern für die mittlere Gruppe, aber das ist doch die, die kritisch ist, gerade in einem Land, das primär von Klein- und Mittelbetrieben lebt, wo holen die denn ihre Leute her? Doch nicht von der Hauptuni, von der HTL, von der Hack, von der Hasch und so weiter. Ne? Weil die da erwarten, die haben nicht nur Mathe und Deutsch, sondern die lernen auch ordentlich damit umzugehen. Wenn aber jetzt diese Kultivierungskompetenz von Schule ruiniert wird, wird das gefährlich. Deswegen gibt es, ist kein Zufall, dass ausgerechnet jetzt aus den Wirtschaftswissenschaften unter anderem ein Alternativkonzept kommt, das neuerdings auf Deutsch Befähigung heißt. International Capabilities Konzept. Das geht übrigens auf unseren guten alten Aristoteles ursprünglich zurück, den wir eben am Anfang hatten. Das Wichtigste, sagt der schon, ist der Staat, dass er die Leute mit Eigenschaften ausstattet, die ihnen befähigt, die sie befähigt, das Tugendhafte zu tun und das Gute zu tun. Was ist denn das? Sie kennen vielleicht Amartya Sen, vor 11, 12 Jahren Nobelpreis für Ökonomie bekommen. Der hat nämlich auf einen entscheidenden Fehler der Kompetenzdebatte aufmerksam gemacht. Was nützt mir eine Kompetenz, wenn es keinen Ort gibt, wo ich die brauchen kann? Gar nichts. Was nützt es mir, wenn ich an Orte komme, für die ich keine Kompetenzen habe? Gar nichts. Das heißt, Capabilities ist immer die Verschränkung von Kompetenz und Handlungsmöglichkeit. Das ist nicht die Frage, die abstrakte Frage danach, welche mathematischen Kompetenzen hast du oder welche sozialen Kompetenzen hast du, sondern gibt es in deiner Life Trajectory, in deiner voraussichtlichen Lebenslaufbahn, Möglichkeiten, diese Kompetenz tatsächlich auch produktiv für dich und für die Gesellschaft umzusetzen. Das heißt, ich muss immer zusammendenken, die individuelle Entwicklung und die soziale Entwicklung, die innerschulischen Erfordernisse und die sozialen Handlungsmöglichkeiten. Das ist eigentlich der Kern dieses ganzen Modells, wobei schon die Absicht ist, dass das entscheidende Chancengleichheitskriterium ist jetzt nicht Status, das sind nicht Scoring Points bei irgendeinem Test oder so, sondern das ist, hast du eine Chance, das Leben zu führen, das du dir gedacht hast? Hast du was gelernt, mit dem du dein Leben führen kannst, nicht das der anderen? Hast du was gemacht, das für dich einen zufriedenstellenden Weg in Arbeit, Familie und Gesellschaft ermöglicht? Im bildungswissenschaftlichen Bereich wird das vor allem von der Martha Nussbaum vertreten, mit expliziten Zurückbindungen an Aristoteles Philosophie. Die Aufgabe besteht darin, jedem Bürger die materiellen, institutionellen und pädagogischen Bedingungen zur Verfügung zu stellen, die einem Zugang zu gutem menschlichen Leben eröffnen und in die Lage versetzen, sich für ein gutes Leben und Handeln zu entscheiden. Das ist nichts anderes als der gute Aristoteles in heutiger Sprache. Das hat jetzt aber natürlich Konsequenzen. Kompetenzen sind, haben wir ja gerade gelernt, individuelle Eigenschaften. Capabilities sind soziale Möglichkeiten. Bei Kompetenzen ist das Argument Life Skills, technische Verwertbarkeit. So rechnen musst du mal können. Hier ist die Frage, wo wirst du rechnen können? Wozu wirst du rechnen können? Also es geht nicht darum, du musst es lernen, weil das brauchen wir in der Schule morgen, sondern es geht darum, das kann Teil deiner Entwicklung sein, zu jemandem, der in der Lage ist, sein eigenes Leben zu gestalten. Dementsprechend ist das wichtigste Kriterium in so einer Schultheorie nicht Leistung, nicht Status, sondern Übergänge. Wir machen ja auch Evaluation von NMS und so bei mir am Institut. Wir fragen nicht danach, ob die Kinder jetzt am Schluss 3, 4, 5 oder eine Viertelstandardabweichung oder eine halbe Standardabweichung mehr oder weniger Mathe haben. Das tun wir auch, weil das muss man ja heutzutage leider. Aber das ist gar nicht wichtig. Die Frage ist, kommen die denn auf die Schulen, wo sie hinwollen? Kriegen die die Lehrstelle, die sie brauchen? Haben die eine Chance, ihren Bildungslaufbahn fortzuschreiten? Und dann kann ich dann erzählen, aus unserer Forschung, da gibt es dann in ein und derselben Gemeinde eine Hauptschule, die schafft alle unter. Entweder in Betrieb oder auf eine weiterführende Schule. Und dann nehme ich eine Hauptschule, die pädagogisch gar nicht schlecht ist, die schaffen keine 50%. Die sind ganz ähnlich zusammengesetzt, also daran liegt es auch nicht. Was ist der Unterschied? Die eine Hauptschule hat diese Herausforderung, Übergänge bewusst angenommen. Die Kinder sind noch nicht in der 6. Jahrgangsstufe, da waren die schon dreimal im Betrieb. Und die Leute aus dem Betrieb in der Schule. Die haben die örtliche Kultur, die örtliche Vereinsleben einbezogen. Das ist eine Schulleitung und eine Schule, die sehr bewusst sagt, Lernen ist nicht nur Schule, Lernen ist Lernen, Teil von Gesellschaft zu sein, Mitbürger zu sein. Die andere macht nur gute Schule, das reicht nicht.
Das hat natürlich Folgen und die Folgen will ich Ihnen kurz erklären und dann sind Sie mich auch schon wieder los. Also, entscheidend ist, konzentriert sich nicht auf punktuelle Ereignisse, sondern das, was ich für die Lebenslaufbahn, für die Bildungslaufbahn brauche. Das heißt, ich kann dann weder zweckfreie Bildung betreiben, so nach dem Motto, Latein ist für alle gut, finde ich auch, meine Kinder mussten das auch machen. Aber das hat was damit zu tun, was ich denke, was, ich meine, zwei von dreien sind inzwischen, meine Jüngste überholt mich gerade mit Zitaten, furchtbar. Also was wichtig ist für Bildungs- und Lebenslaufbahn. Sie verlässt sich weder auf zweckfreie Bildung, aber auch nicht auf eingeschränkte Kompetenzen, sondern bestimmt den Umfang nach den sozialen und individuellen Handlungsmöglichkeiten. Das fragt, was braucht diese Zielgruppe, was brauchen diese Menschen, was brauchen diese jungen Leute, zum Beispiel meine türkischen Migranten, die wir da verlieren, was ist deren Problem? Das ist die erste Frage, die ich stellen muss. Warum schneidet sich das da in diesen drei, vier Jahren? Das ist auch so ein typisch österreichisches Missverständnis. Da meinen die Leute, dann geben wir den 120 Sprachstunden und dann ist alles in Butter. Es gibt kein Sprachproblem. Es gibt ein Lernförderproblem. Die Kinder haben zu Hause niemand, egal ob auf Türkisch oder Deutsch, der kapiert, was sie machen. Und um es direkt dazu zu sagen, das Lernförderproblem ist in vielen österreichischen Problemen kein bisschen geringer. Überhaupt nicht geringer. So ein Ansatz nimmt auch den Einsatz der bildungsstarken Elternbildung in Kauf. Ist doch klasse, ist doch toll, wenn es die überwiegende Mehrheit der Eltern sich hinter ihre Kinder stellt und sich bemüht. Warum soll ich die daran hindern? Warum soll ich denen auch nur ein schlechtes Gewissen machen? Dass sie bestimmte Schulen, bestimmte Nachmittagsaktivitäten bevorzugen. Sagt aber nur, die Aufgabe der Schule ist es dann, sich auf die zu konzentrieren, die so ein Backup nicht haben. Und macht als entscheidendes Kriterium, ich hatte es schon erwähnt, die Übergänge, die Verläufe. Schaffst du es, bei Hegel heißt es, aus dem warmen Schuss der Familie führt Schule einen in die Kälte der Gesellschaft. Schaffen wir es, Schule so zu gestalten, dass diese Kinder ankommen, diese jungen Menschen ankommen, dass sie ankommen in einem Beruf, in einer Familiensituation oder Partnerschaftssituation, in einer gesellschaftlichen Situation, wo sie zu Hause sind. Das ist die Frage. Und Gleichberechtigung oder Chancengleichheit oder Equity bemisst sich dann am Erfolg der Lebensentwürfe und nicht am Erfolg von innerschulischen Tests. Ich erspare Ihnen diese Übersicht. Ich muss am Schluss noch irgendwie, Sie kriegen ja mit, dass ich häufiger, das war eigentlich ganz erstaunlich für einen Unabhängigen, manchmal denke ich, ich bin immer, Sie wissen, wie Österreich oft funktioniert, einer links, einer rechts, einer fallen lassen. Ich denke, ich bin immer der Dritte. Also ich darf dann bei Diskussionen oder so immer, ich werde dann so auf den Stuhl in der Mitte gesetzt, hier sitzen die einen, da sitzen die anderen und da sitzt der Professor und rutzelt die Stirn. Das passiert mir immer häufiger. Und dann denke ich immer, Mann, könnt ihr es nicht mal gut sein lassen? Ich habe meine Diplomstudentin den Gesamtschulstreit untersucht lassen. Sie könnten die Schriften von 1924 heute wieder drucken, das wird keiner merken. Da hat sich gar nichts geändert und zwar auf beiden Seiten und beides ist Quatsch. Wenn ich es so deutlich sage, weder ist das Gymnasium der Hort der Begabung, es gibt viel mehr übermotivierte Eltern als begabte Kinder. Noch ist die Hauptschule der Orkus der Bildung, noch ist die Gesamtschule automatisch besser. Die Frage ist falsch gestellt, ich hatte es Ihnen ja schon erläutert, Sie können nicht differenzieren. Die Frage ist nur, machen Sie es absichtlich oder aus Versehen? Also es wird doch viel erreicht, wenn die mal einfach ihre Dauerbrenner sein lassen können, oder? Weil da kommt eh nichts bei raus. Es wäre fatal, wenn wir jetzt alle Energie in den nächsten großen Strukturtopf wieder stecken. Guckt euch das abschreckend, ich muss das jetzt sagen, bestimmt ist es in Oberösterreich alles ganz anders. Aber bei uns in Niederösterreich nicht. Na klar ist der Pflichtkindergarten, klingt gut, ne? Ich sage Ihnen jetzt schon, dafür zu steigenden Unterschieden. Warum? Die Leistungsstarken, die Bildungsstarken kriegen mehr aus dem Angebot. Gleichzeitig fehlt uns aber das Geld, zumindest bei uns in der Gemeinde, und das dürfte für viele Gemeinden, die Integrationsbeauftragte kommt 2 Stunden die Woche. Extrem hilfreich, die könnten es aus meiner Sicht auch einsparen. Dass wir 2 Stunden dann jemanden haben, der aus Versehen Slowakisch versteht, besser gut. Ist dann nicht. Hilft aber nichts. War nichts. Also das Problem ist, wir sollten uns anstatt diesen Blödsinnstreit fortzuführen, und das heißt auch statt undifferenzierte Strukturgriffe dauernd zu machen, uns darauf konzentrieren, wie kriegen wir die innerschulischen Kapazitäten besser zusammen mit den außerschulischen.
Jetzt stellt euch doch mal eine Ganztagsschule vor. Wenn ich die mir bei mir im Dorf so vorstelle, die würde jetzt einfach über uns gezogen. Ist nicht so unwahrscheinlich im Nachbarort Gensandorf und so. Ja, dann könnte die Jugendfeuerwehr zumachen, der Jugendfußball könnte zumachen, die Jungschule könnte zumachen. Eigentlich alle so Bereiche, wo das Dorf sich noch trifft und wiederfindet. Ich denke, wir würden das Kellerfest noch ohne das hinkriegen, weil da dürfen die eh nicht hin. Na, da sind sie auch, aber was will ich sagen? Passen Sie auf, bei uns im Dorf, wo jeder jeden kennt, wo Eltern einander helfen, wenn ich meinen Enkel abhole, dann nenne ich das immer ironisch Großelternversammlung, weil da stehen wir da und haben alle so unser gesättigtes Alter und holen die Kinder. Das ist doch eine ganz andere Situation als im äußeren Simmering oder in bestimmten Stadtteilen Linz. Das ist doch Quark. Wir haben andere Probleme, die würde ich auch gerne lösen, aber wir haben nicht das Problem, dass wir nicht wüssten, wohin mit den Kindern am Nachmittag. Wir haben im Kindergarten und in der Volksschule bei uns im Dorf das Angebot, die dürfen bleiben, weniger als 10% nutzen das und die auch nur tageweise. Weil das, wir haben andere Probleme. Wir haben noch sowas wie ein, ich wohne halt gern auf dem Land, wir haben noch sowas wie ein Dorfleben. Und bin ich auch froh drüber und bin auch gern ein Teil davon. Ne? Das heißt, ich würde mir eine Bildungspolitik wünschen, die es sein lassen würde, sich immer dieselben Fetzen entgegenzuschmeißen und sich darauf zu konzentrieren, was sie kann, was auch gar nicht so mehr Geld kostet als das gegenwärtige Bildungssystem. Überhaupt nicht. Eine kostenneutrale Reform notwendig. Dass ich darauf konzentrieren würde, das zu leisten, was es kann. Ich würde mir ein Bildungssystem wünschen, wo man aufhört sich, worum geht es denn eigentlich bei diesem Lehrerstreit? Kann mir das mal jemand erklären? Die Lehrerverwaltung, also die rein technische Verwaltung, die könnten wir auch nach Mumbai outsourcen, das würde auch nichts machen. Ich meine, ich weiß ja, es geht um Direktorenstellen und so, ist mir auch klar. Ich bin ja nicht von gestern. Aber Sie merken an diesem ganzen absurden Streit, das ist doch gar nicht das Problem. Das Problem ist, habe ich an der Schule die richtige Mischung von Leuten, um ein ordentliches Programm zu machen? Das ist die Herausforderung. Ich habe aber das Recht dann auch nicht einfach zu sagen, so Schulleiter, du darfst jetzt mitbestimmen. Ich habe vorgeschlagen, für Niederösterreich machen wir bei La an der Thaya ein Duellfeld. Da treffen sich dann die Schulleiter, um den letzten Mathematiklehrer des Waldviertels zu kämpfen. Sie merken, also wir brauchen sowas wie Standortpolitik. Und eine bewusste Entscheidung dafür, die Standorte zu stärken. Und das kann Schule gar nicht allein. Ich habe Ihnen ja schon von dem Schulleiter da erzählt. Ich habe einen Doktoranden, der macht so eine Untersuchung Schule im Ort. Und der redet mit Bürgermeistern, mit Vereinsvorsitzenden, Pfarrern, Polizei, Ärzten und so. Und die schlimme Erfahrung, die der macht, dass die meisten sagen, was geht uns dort an? Also viele Österreicher erleben Schule immer noch so als das Maria-Theresianische Geschenk an die Untertanen. Ne? Und im geschenkten Maul... Gaul schaut man ja bekanntlich nicht ins Maul. Die sehen es nicht als ihre Aufgabe zu sagen, hey, wie ist das hier? Was läuft hier bei uns? Ich war gestern mit einer Gruppe Landtagsabgeordneten zusammen und habe einfach einen Raum gefragt. Wer von euch war denn das letzte Mal in der Schule nicht nur, um einen Preis zu überreichen? Ne? Das heißt, das geht nur Standort, wenn wir die auch machen lassen. Und wie wäre es, wir erlauben den Schulen, Kultivierung und Qualifizierung wieder in Gleichgewicht zu bringen? Nochmal, ich bin kein Gegner von noch nicht immer von teilzentralen Sachen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, eine Schule muss gewichten können, beurteilen können, was ist unser Hauptproblem hier? Das darf uns nicht so gehen, wie da in Oslo mit der einen Schule, dass die besten Kolleginnen und Kollegen abhauen, weil sie einfach keine Lust haben, für was geprügelt zu werden, was sie ohnehin nicht ändern kann. Das heißt, schaffen wir es, den Schulen diese, den Eltern, den Lehrern, den Schülerinnen und Schülern, den Beteiligten diese Freiheit zu lassen, dann gehören alle an Bord, die Wirtschaft, die Kultur. Schaffen wir es, denen die Freiheit zu lassen, Schule als Gemeinschaftsaufgabe wiederherzustellen. Darum geht es im Befähigungsansatz, nämlich Mitbürger sein. Schule als Gemeinschaft wiederherzustellen. Aber, ich weiß, ich bin schon weit über meine Zeit, gleich werde ich hier von der Bühne gezerrt, also deswegen, verzeihen Sie mir, dass ich manchmal träume. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.